Für welchen Wert von n hierunter ist die Zahl n Quadrat plus n plus 2 Quadrat plus n plus 4 Quadrat ein Vielfaches von 10? Eine Zahl ist Vielfaches von 10, wenn sie auf 0 endet, das heißt, wenn ihre Einerziffer 0 ist. Versuchen wir es mit a, das heißt mit n gleich 2022. Wenn n 2022 ist, dann schreibt diese Summe sich so. 2022 im Quadrat plus 2024 im Quadrat plus 2026 im Quadrat. Dieses Quadrat endet auf 4, weil 2 hoch 2 auf 4 endet. Dieses Quadrat endet auf 6, weil 4 hoch 2, das heißt 16, auf 6 endet und dieses Quadrat endet ebenfalls auf 6, weil 6 hoch 2, das heißt 36, auf 6 endet. Die Summe dieser drei Ziffern ist 16 und endet also auf 6. Das bedeutet, dass die Summe dieser drei Quadrate auf 6 endet, das heißt nicht auf 0, wie erwünscht. Versuchen wir es mit b. Das heißt, n gleich 2023. Dann schreibt die Summe dieser drei Quadrate sich so. Das erste Quadrat endet auf 9, weil 3 hoch 2 9 ist. Das zweite Quadrat endet auf 5, weil 5 hoch 2 25 ergibt. Und diese 25 endet auf 5. Diese Zahl im Quadrat endet ebenfalls auf 9. Weil 7 im Quadrat, das heißt 49, auf 9 endet. Die Summe dieser drei Ziffern ergibt 23 und endet also auf 3. Das bedeutet, dass die Summe dieser drei Quadrate auf 3 endet und nicht auf 0, wie erwünscht. Versuchen wir jetzt mit E, mit 2026. Die Summe dieser drei Quadrate schreibt sich dann so, und wir sehen im letzten Quadrat, dass es auf 0 endet, weil 0 im Quadrat 0 ergibt. Das ist also die Endziffer. 6 im Quadrat macht 36. Diese Zahl endet auf 6, dieses Quadrat also auch. 8 im Quadrat macht 64. 64 endet auf 4, dieses Quadrat also auch. Und die Summe dieser drei Ziffern endet auf 0. Die Summe ergibt ja 10. Da diese Summe auf 0 endet, endet die Summe dieser drei Quadrate auf 0. Also ist E die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.